Haben Sie selber Schuld. Meine Güte, das stinkt vielleicht. Verteidige die Konstitution. Wartung, Wartung überfällig. Dezent überfällig, die Wartung. Patrouille. So, den muss ich jetzt wahrscheinlich oben in diesem Lenkaggregat, was wir vorhin schon mal angeschaut haben, einfügen. Dann bin ich ja mal gespannt, was passieren wird. Es gibt eine Menge Geschichten darüber, wie das Schiff da hochgekommen ist. Aber keine einfachen Sichtlinien. Okay, kann ich den jetzt... Okay. Ach, hier ist er rum. Hey, Navigator. Ahoi, Soldat. Grüß dich. Zurückgehalten. Belohnung erteilt. Diagnose zeigt bestehenden Fehler an. Lenkradarsender nicht funktionstüchtig. Ersatz erforderlich. So. Ich freue mich, euch erneut zu helfen. Freude des Soldaten ist irrelevant. Empfange Poseidon-Radarsender an angegebenen Koordinaten. Weitere Belohnung wird nach Abschluss erteilt, Sir. Funktioniert. Hey, Navigator. Ich hab einen neuen, ne? Soldat. Lenksystem voll funktionstüchtig. Belohnung erteilt. Es ist notwendig, mit dem Captain ins Gespräch zu kommen, Sir. Der Captain. Sie waren unserem edlen Schiff von großem Dienst. Trotz vieler Provokationen hatte ich gehofft, unseren Lenkchip ohne Gewalt von den Plünderern zurückzuholen. Selbst jetzt planen sie noch ihre Rache. Ich hätte sie verschont, wenn es möglich gewesen wäre. Ich zweifle nicht, dass eine friedliche Lösung jetzt unmöglich ist. Aber sie haben ihre Pflichten gut erfüllt. Ich sollte ihre Bemühungen wohl mit einer letzten Aufgabe belohnen. Wir sind eine Haaresbreite davon entfernt, zu unserer heiligen Mission aufzubrechen. Ich helfe immer gern. Ich hatte nichts anderes erwartet. Das Schiff benötigt Turbopumpenkugellager von einer Fabrik in der Nähe. Das ist zweifellos eine gefährliche Mission. Aber ich vertraue darauf, dass sie es schaffen werden. Finde die FFL-Turbo-Kugellager. What the? Wo muss ich denn da hin? Übrigens möchte ich mal gerne diese Markierung eigentlich entfernen. Turbo-Kugellager. Das ist eine Fabrik in der Nähe. Ach du Mann, das ist ja nicht. Guck mal, da können wir da hinreisen. Fiddler Screen. Das ist ja nice. Bin ich ja mal gespannt. Turbopumpenkugellager und dann geht's richtig ab. Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht. Diese Skorpione sind richtig räudig. Wieso haben die eigentlich 8 Beine? Die dürften gar nicht 8 Beine haben, oder? Weil ja nicht zum. Nur Spinnen haben 8 Beine. Klar. Fill on screen, trailer estates, no one can see. So, fucking Strahlungsscheiß, ey. Screenshot. Miststrahlungsstürme, die sind so mistreudig kackscheiße. Fort Hagen.
die Strahlungsstürme, ey, die sind echt ziemlich ungünstig. Ja. Es scheint hier keine Feinde zu sein. Oh! Panzer! Panzer! Alter, Feinde. Ich bin jetzt nicht wundern, wenn hier eine Power-Rüstung gewesen wäre. Weil ich den nicht mitnehmen kann. Und die werden ihn noch schlimmer. Unten muss auch nur eine Tür sein. Der geht ungewöhnlich lange. Okay, der geht nicht. Ah, shit. Da komme ich nicht rein. Vielleicht hier. Mal gucken, wo es dahin führt. Natürlich kann ich jetzt auf den engen Raum unmöglich die fette Wumme nutzen. Bewegung entdeckt? Seltsam. Hallo? Nee. Das sind Synths. Überaktive Sensoren, mehr nicht. Okay. Wirklich? Da ist er mir noch. Aufsperren. Ja. Ich sollte im Kopf behalten, dass du das tun kannst. Ja, das solltest du vielleicht. Das war alles. Wir wissen, dass wir da sind. Wo sind sie denn hin? Wo ist Preston? Durchaus. Erstmal Waffen beide Hände weggeschossen. Wir sind auf jeden Fall, also die wissen, dass wir da sind. Thank you.
Mistpisser. Stark bezweifeln, dass das alle war. Naja, ich muss das mal einen Weg finden. Mutabären. Klipperslipper. Schön ist, dass er da immer schöne Musik so laut, ey. Was? Die Musik so laut, dass ich die nicht verstehe. Okay, da war ein Tesla-Bogen. Den habe ich zu spät gesehen. Einzig so in erster Reaktion wegspringen. Können wir ja verbesserte Terminals hacken. Da bin ich ganz schön schlau drüber. Was sehe ich? Ah! Das hin. Die Musik ist trotzdem übelst laut immer noch. Cool. Mega cool. Komm mal, zeig jetzt raus. Jetzt gehe ich hier nochmal hoch, wir müssen ja irgendwie in den Raum reinkommen. Aber nicht von hier. Und da irgendwie vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Ja, jetzt. Warte mal, wir machen das mal in der Werbung. So. Da hinten. Ich guck mal. Irgendwie müssen wir ja hier reinkommen. Okay, da scheint noch irgendwo. Ah. Das haben wir doch ganz gut gemacht, Preston. Definitiv nicht. Wobei, wir blühen ja genau. Deswegen. Aber wir sind cool. Ja, okay.
Jawohl, jetzt können wir auch hier solche Terminals entsperren. Hinterhin. Sicherheitszusteuerung, Tür öffnen. Achso, okay. Jawohl, Kugela, Kaliber 50 Roboter, das wir gerade. Kompensiert, Scharfschützen, schwerer Scharfschützen. Geil. Das freut mich doch. Institut und noch eine 10 mm. Du trägst so viel. Das war der Anführer. Jetzt mal die Tür auch noch. Du musst gleich wieder was schleppen, Preston. Also jammer hier nicht rum. Das wäre es. Wir sind nämlich schon überladen. Hey, hier drüben. Ja. Okay, ich bleibe auf dieser Position. Okay. Gut. Jetzt können wir hier endlich raus. Wir sind immer noch übelst laut, aber na. Tom Wells. Das war bestimmt der Eingang, der unten markiert war. Ach, der führt in die Garage, okay. Ich fühle mich nicht besser. Wie viele Mikrofone sind wir denn? Alter, ist jetzt die Musik nicht vorbei. Mehr oder weniger. Hier geht's aber nirgendwo raus, ne? Wieso ist jetzt die Musik überhaupt so laut? Das verstehe ich nicht. Ah, okay. Hier ist ein Krankenhaus. Da liegt die Kronkorken wie auf dem Boden. Kann ich die anvisieren? Nicht mit mir, meine Freunde. Guck mal, das ist eine Blähfliege. Ich hab's noch nicht getroffen. Auf jeden Fall fliegt da oben eine Leiche. Ich nenne es die Fliegenklatsche XXL. Fliegen wir nur Teile rum. Aha. Die triff ich sogar. Oh, fast. Ich schieße jetzt auf Fliegen mit Atombomben. Wie gehen wir übrigens so langsam? Wieso bin ich jetzt. Achso, wegen der Kronkorkenmine oder was? Ich bin immer noch Bananen! Nicht mehr.
was da war. Ah, hier irgendwas erwischt. Oh! Machst du kaputt? Noch eine! Machst du kalt? Wow. Was ist denn da? Okay, ne, da kann ich nicht reinschießen, dann mache ich die Täter, da ist eine Power-Rüstung. Wenn ich da jetzt so reinschieße, mache ich die Power-Rüstung mit hin. Erwischt. Ist das? Das sind die 51. Nice. Die nehmen wir mal mit. Also jetzt finden wir auf jeden Fall schon mal die T51 mit unserem Level. Sehr, ich mich da hinschieße. No person. Jetzt geht's richtig ab, jetzt finden wir hier richtig super Kleber on Mass. Kann ich den denn nicht aussprengen? Okay, ich gehe trotzdem mal da hoch. Und 45 Kerne. Was geht denn da dabei? Ich will nur den Ort erstmal freischalten, dann hau ich die Uhr ab. Da guck mal später nochmal hin. Keine Feinde hier. Boston Bürgermeister Unterschlupf. Ach geil, okay. Muss man ihn auf die Energieanzeige noch besser. Beim Laufen, wie schnell der Kern verliert. Oh ne, nicht. Duke ist. Ich renne mal zu Duke. Der steht da mit seiner Power aus. Genau das Teil, wonach ich gesucht habe. Die Jungs in der Werkstatt flippen garantiert aus. Sonst gibt's hier nichts. Dieser Schrottwerk ist leer gedeckt. Radio. Ihr da was? Mein Kumpel und ich bringen eine alte Powerrüstung wieder auf Trab. Wir haben richtig coole Metallanzüge. Du bist echt cool. Wirf mal einen Blick auf unser Zeug hier. Unsere Maschinen sind sehenswert, Jack. What? Hi. Du hast aber einen heißen Anzug. Okay. Ich bin gerade froh, dass ich den nicht beschossen habe. Meine Karte wurde aktualisiert. Hier. General Atomics. Tomcats, okay. Tomcats.
kann man endlich überall runterspringen. Wenn ich 44 Kerne habe, da kann ich das Ding doch auch anlassen lassen. Wir haben keinen Helm und deswegen können wir auch kein Licht machen. Der ist hin. Wirklich? Übelst Red ab. Und ich weiß nicht wieso. Das ist für Feinde viel schwer zu entdecken, wenn du schleichst oder dich bewegst. Okay. Ich weiß, der Fatman ist ganz schön unfair, aber... Ja, geil. Ich warte jetzt so lange, bis die Teile kaputt sind und dann... Poseidon oder so, wow. Okay, was ist da noch? Wir haben schon... Fast... Ja, wir haben schon 30% Energie verbraucht. Mit nichts machen. Wenn ich auf die Füße ziele, dann geht der Schuss natürlich tiefer. Warte mal. Was soll ich denn warten? Feuer! 116 EP. Das waren noch bestimmt mehrere. Gehört. Ja, ja. Da sind sie ja. Jo, ich habe den Baum getroffen und das war ganz schön nah. Bitch. Boah, beide Beine weg, ey. Ja, ich wollte die Machete, sag ich, und ich kann nicht mitnehmen. Aber der Raketenwerfer, der muss mit. Oh, da ist eine.
Da war eine Todeskralle, wenn ihr die gesehen habt. Die holen wir uns jetzt.